Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of Berseria. Im letzten Part haben wir uns um Melchior gekümmert und die vier elementaren Imperianer wiederbelebt, oder wiederweckt, wenn man so will. Und ja, die Domäne von unserem lieben Illuminat, die wird auf jeden Fall jetzt kleiner. Bedeutet wiederum für uns, dass wir jetzt die Gelegenheit ergreifen sollten und das Hauptquartier der Feinde direkt angreifen sollten. Sprich Artorius und Illuminat ein für alle Mal besiegen sollten. Und dafür machen wir uns jetzt langsam aber sicher auf den Weg zum empirischen Thron und werden dort Gerechtigkeit walten lassen. So. Auf jeden Fall haben wir schon mal mitbekommen, dass der Einfluss von Illuminat geschwächelt ist, dass der sich über dem empirischen Thron befindet, allerdings keine direkte Macht mehr ausübt auf Logres oder irgendeiner der anderen Gegenden. Und hier sind die ganzen Viecher untergekommen. Was ist denn hier los? Sind die alle umgezogen oder was? Ha, süß. Hi. Dial, wie geht's denn so? I'm here on orders from the boss to help you guys. Oh. We could certainly use it. How are things back in the city? I came here from Helleves, so I don't know how far the suppression has progressed. But I can tell you that the Abbeys designated the area north of Helleves as a Class 4 administrative zone. Which means they've pulled their forces out of the area. What about the people of Mercio? Everyone got out safe and sound. Okay. Although they did petition for the extermination of the Lord of Calamity. Ja, gut. Of course. Klar. I say we make this town our new hideout. What else are we ever gonna find a hideout that comes with hot springs? That's a good idea. We should leave Kamoana and the others here. Dial, could you stay and help them out? As if you even had to ask. Well, that's surprisingly reliable for you, Dial. Hey, that hurts. Now get going already. Benwick and the crew are making preparations in Helleves right now. Ah, alles klar. Das heißt, wir machen uns auf den Weg. How'd the showdown with your brother turn out? I killed him. But I couldn't break Stormhowl. Is that because Stormhowl was an even stronger sword than Kurigane's? No. Even with Shigure's full strength behind it, Stormhowl didn't even leave a nick in Kurogane's blade. If I didn't have this sword, I'd be dead now. I think I just couldn't break Stormhowl because I'm still too inexperienced. But you won the match, didn't you? Yeah, but only by combining my techniques with Kurogane's craftsmanship. Ja, wir können auf jeden Fall uns glücklich schätzen, dass Kurogane zum Schwert geworden ist. That sword is Stormquell. After all, Kurogane's sword did quell the Godblade's raging storm. Do you think Kurogane would agree? Are you kidding? You know how stubborn that guy is. He'd just say he'd forge something even stronger the next time. And that's why I say you shouldn't be satisfied with how you are either, Rokuro. I know. I'll find even stronger opponents to cut down. So sieht's aus. By my hand, Kurogane's Stormquell will become even more legendary than Stormhowl ever was. That's the spirit. Show him what we demons can do. Süß. So. Das heißt aber auch, dass wir nichts mehr von Kurogane mitbekommen werden. Der ist ja jetzt ein Schwert. Schwerter reden nicht. Naja, zumindest in diesem Tales of Spiel. Spoiler. So, wie sieht es bei den anderen so aus? Ah, die beschweren sich über die Kälte. Ja, die Kälte ist doch halt so wild. Genau, dann tun wir auch mal geschwind uns ein paar Kleinigkeiten wiederholen. Zum Beispiel Tränke des Lebens sind immer gerne willkommen. Dann haben wir bestimmt auch ein paar neue Sachen für uns. Mithril-Gürtel und alles mögliche, was Mithril ist. Ja, Papier auch. Keine Ahnung, wie man Papier herstellt aus einem legendären Metall, aber okay, Mithril, Papier. So. Kann man Spaß mit den Hühnchen. Irgendwelche Haustiere gibt's halt hier, auch wenn es nicht unbedingt normale sind. Aber die scheinen sich einigermaßen hier eingefunden zu haben. Die haben sich, glaube ich, gewöhnt an die Gegebenheiten. Ja, dann machen wir uns langsam auf den Weg. Oder sollen wir vielleicht mal kurz gucken, ob es beim Gasthaus was gibt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass beim Gasthaus mal noch ein Skit oder irgendwas auf uns wartet. Und es dann anschließend für uns weitergeht.
Ah, wer hätte es gedacht, natürlich. So. Grimoire, could we talk? You sound so serious. Like it's the eve of the final battle. Well, isn't it? Can't you let yourself get caught up in the moment for a change? Getting caught up in the moment is for young, foolhardy lovers. So, what is it you want to talk about? I just figured I should drop by since, well, like I said, the final battle with Inominat is coming up and all. Ugh, you're talking like you're saying your last goodbyes. It's just that we're up against a lot. Even Miss Mogulu doesn't know what the future holds for us. And she almost always has that stuff figured out. Whether she has it figured out or not. Kämpfen ja jetzt gegen eine Art Gottheit, wenn man so will, ne? Das ist schon was anderes. Bienfu, was hast du für Erwartungen? Wir reden über Mogulu. Surely you know she's not the type to do that sort of thing, though. Nope. Yes? That's all the more reason to want just one brief glimpse at who she is underneath. If you're so unhappy, it's not too late to switch back to the Abbey's side and become an informant again. Yeah. I don't know anything they'd want, and they wouldn't have any use for me there. So you lack confidence in your own abilities. So sieht's wohl aus. Miss Mogulu has let me come with her wherever she went. And her talents have gotten us this far. But now that we have to fight Inominat, I'm worried. I don't know what use I could be for her. Or if I can keep her safe. But you'll still go, won't you? Yeah, of course. Or else my name isn't Norman Brave. Ooh. See, you can do this. Kleiner, der Kleine ist ganz schön mutig. Dafür, dass er nicht viel kämpft oder dass er überhaupt kämpft. Emotional pain she's been through, she's needed someone as thick-skinned and tenacious as you. She may talk like she doesn't care, but she wouldn't have tracked you down and renewed your pact if she didn't. Recht hat sie. That's right. You just trust in old Norman therapist's good advice. It won't steer you wrong. Wow! I'd have never expected you to actually make a joke like that, Grimoire! I just thought I'd get caught up in the moment, like you wanted. Wie gesagt, süß der Kleine, obwohl er gar nicht kämpft oder irgendwas, aber hey, der macht sich Sorgen. Und ich habe zwischendurch mal gesehen, dass mein Mikrofonpegel mal ein bisschen steigt, wenn gerade der Ventilator hinter mir so an Dings vorbeigeht. Kann sein, dass man zwischendurch dadurch den mal kurz hören kann. Hoffe, dass das die Qualität aber vom Sound nicht beeinflusst. Ich werde mal in der nächsten Folge mal nochmal reinhören, bevor wir die rendern und schließlich rausschicken. Aber so würde ich mal sagen, erstmal funktioniert alles. Wir machen uns auf den Weg zum Schiff. Allerdings gibt es keine Abkürzung oder irgendwas, ne? Wir müssen laufen. Ist ein bisschen nervig. Aber gut. So ist das halt. Machen wir uns auf den Weg. Nehmen unser schönes Hoverboard, dadurch geht es ein bisschen schneller. Aber so wie wir das von dem letzten Part zumindest mitbekommen haben, geht es jetzt allmählich in den Endkampf. Große Kampf gegen Artorius. Und Inominat. Frage stellt sich nur raus, wie das alles enden wird. Also, ich glaube nicht, dass die uns einen leichten Kampf liefern werden. Und selbst wenn er jetzt seine Kräfte jetzt unterdrückt sind, wird Inominat wahrscheinlich alles daran setzen, uns nach wie vor zu brechen. Also sprich, wer wird zu beeinflussen. Aber mal sehen, vielleicht ist es ja auch genau im Gegenteil. Vielleicht scheißen sie sich gerade in ihre Windeln und denken sich, scheiße, jetzt kommen die bald auf uns zu. Was machen wir? Was wird der nächste Weg? Zum Glück die ganzen Viecher, die sind keine Gefahr für uns. Die können wir einfach nur überfahren und das war's.
Was aber wie gesagt interessant ist, ist die Tatsache, dass die ganzen Exorzisten jetzt alle keine Kräfte mehr haben. Also die haben keine Kraft, keine Kontrolle mehr über ihre Malakim. Die werden jetzt alle selbstständig und werden sich in einigen Jahrhunderten Seraphs nennen. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant das Ganze. Ich wäre sogar gespannt, aber das ist jetzt auch nur reines Fandenken von mir, ob man, ob ein paar von diesen, ja, Malakim, ob man die auch in Cestiria trifft, im Endeffekt. Also abgesehen von Sevi zum Beispiel. So, hier ist irgendwas los. Hallöchen. You there, Exorcist. Do you know what happened to the Praetor, Lady Teresa? She used to be in charge here. Ah, das ist der Bewunderer. Lady Teresa is the only one who can restore law and order in our town. Please, send a message to the Abbey. Tell them that the citizens of Hellevis are awaiting her return. Die werden lange auf sie warten. The Lord of Calamity herself were to attack. I won't budge until Lady Teresa returns to us. What will refusing to move accomplish? If my life is in danger, I know Lady Teresa will come to save me. Her, in that ice-cold glare of hers. Teresa won't be coming back. What? If you really love Teresa, you shouldn't rely on her to protect you. You should become strong enough to protect her. Whoa, that burning glare of yours. I think I like it. Igitt. Ist ja widerlich. Ugh, Fans sind gruselig. Seid bitte nicht so gruselig, okay? Und keine Gedankenmanipulation. Macht mir beides Angst. So. Ja, ja. Die glauben alle an den Artorius. Währenddessen. Wir müssen ready sein, wenn die Calamity oder Demon show up in town. When the Calamity attacked the first time, there was massive confusion. Some children got hurt in all the madness. We're preparing evacuation boats, so that we can all flee out to the sea if anything happens. It's a good idea, but it will be hard to evacuate the entire town by boat. You'd best prepare a land route, too. That's a good point. But wouldn't a land route run the risk of being attacked by demons? Yes. You'll need to guard it as heavily as you do the city gates. It would be best if you could devise a way to prevent demons from intercepting the escape route, but... Some of the exorcists lost use of their malachi. Richtig. Die sehen jetzt auf die kann man sich nicht mehr verlassen, richtig. Send a request for aid to the Abbey. But please, don't give up. Try to think of something. Of course. There's no way we'll give up. Can't rely on someone else. Nicht, dass Eleanor irgendwelche Anfragen an die Abbey-Abtei schicken kann. Send a silk to some of my old friends from when I was still in training. Even if they refuse to trust a traitor like me, they won't ignore the plight of the people here in Hellevis. Okay, das ist ein gutes Argument. Das ist tatsächlich ein gutes Argument. So, dann hauen wir mal langsam von hier ab. Ist ja nicht so, als wären wir hier sehr beliebt. Oh, der Kerl, der ist jetzt zur Wache degradiert. Ja, oder du läufst gerade an denen vorbei. So, ah, und da sehen einige so aus, als ob einige von denen Flüchtlinge sind aus Merkior. Ihr wisst schon, was ich meine. Dieses Städtchen in den Bergen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann mir die Namen von den Ortschaften manchmal ganz schwer merken. Vor allen Dingen die neueren Tales of Spiele, die geben sich extrem viel Mühe, den möglichst kreative Namen zu geben. So kreativ, dass es fast zu kreativ ist für mich. Und ich einfach mir die Namen nicht merken kann. Na, hier ist noch was. How long are you going to sit there crying? You can't be a fisherman if you're a fisherman. Ah, das ist so und the demons that wrecked this town are still alive. Who knows when they'll show up again? Gut, dass er wieder normal ist. Sniffling idiot. Keep whining like that and this calamity whatever will keep walking all over you. But what can we do? We can't even defeat a single demon. That's why we take our boats, catch some fish, and make sure we've got enough food to keep on surviving. Didn't they drill anything into that fool head of yours? Recht hat er, recht hat er. Do I have to knock some sense into you? Get up and get the boat ready. That is one hot-headed dad. Hat er recht? Too hot for any demons to get near. That's for sure. Ja. Wehren wird man sich so oder so, ne? Also von dem her. Man kann nur das was tun, was man am besten kann. In dem Moment.
So. Ja, wie gesagt, immer wieder Gerüchte von wegen, ach, da kommt Baldatorius und kümmert sich um diese Viecher. Oh. Und die Dämonen, die sind alle in der Nähe. Oh nein. Aber keiner regt sich darüber auf, dass er mal seine Identität irgendwie verloren hat, so ein bisschen oder irgendwas. I take it you defeated the legates. Yo. Yes, but that still leaves Enominat and the Shepherd. Onward ho to the last battle. Oh, I picked up something nice for you. Here. Ach so? Na dann. Apple? It's a fortune apple. A good luck charm. No real powers, but they're hard to find. Okay. Was ist da das andere? A fortune apple. Was ist der Unterschied zu einem normalen Apfel? Ich sehe nichts. Maybe what we need is bad luck instead. I think the Reaper's got that covered. Aw, that's just mean. Well, I appreciate the thought. Thanks, Benwick. I love apples. Aww. Just don't eat it. I couldn't eat it, even if I wanted. Wait a moment. That's right. My power to consume is a part of Enominat. If that's true, then... What is it? You want a bite? Delicious fortune apple. No way. That's a good luck charm. That it is. One to give you the courage you need to survive. So, where's our final destination? Logris. The Empyrean's throne. Sail for Port Sexton. Aye, aye, ma'am. Aye, aye, sir. Ach, ich werde Benwick vermissen, wenn das alles hier vorbei ist. Mann! Do you think that with the Enominat's power waning, people will be free again? Denk mal. Well, pirates are acting like pirates again. May take longer for others, but I think it's happening. What do you think of traveling around to see for ourselves? I'd like to know what's going on out there. I'd like to meet the elemental Empyreans, if I could. That's not a great idea. They're all in various Earth Pulse points. But where those are is a mystery. They could be very far off. And they might not view us as allies. Yep. Gods live by their own rules. Our business with Enominat probably doesn't concern them. You're right. It might be wise to scope out the situation before our battle. As we go around, we might find out more about what Artorius is up to. Glaube ich ja nicht. Just don't eat him. Got it? I won't. Don't worry. So, der Witz ist, bei jedem Tales of Spiel gibt es irgendwann mal den Part, in dem gesagt wird, ja, ich würde mich gerne noch umschauen und mal hier und da mal gucken, was denn in der Zwischenzeit los ist. Immer vor einem Endkampf. So, und der Witz ist, jetzt beginnen eigentlich mehr oder weniger einige Nebenquests, die wir jetzt natürlich auch machen könnten, allerdings für uns auch zu viel Aufwand, die zu suchen und überhaupt. Da hat sich Cestiria, finde ich, ganz gut angestellt und hat dir einen NPC auf der in den Dungeons zur Seite gestellt. In dem Fall war das Rose, die die ganze Zeit dir so ein bisschen eine Checkliste behalten hat. Aber so ist das für uns wieder eine komplett blanke Geschichte. Wir müssen alles erstmal ersuchen, was da draußen vor sich geht. Und das nimmt ein bisschen viel Zeit weg. Of warriors and made them fight. It was as much a showcase for those wares as it was a contest of strength. So the demons on that island might come at us wielding fine arms and armor. I'm certainly up for checking it out. I'm curious to see how good the stuff really is. After all I've told you, you still want to go? Wie gesagt, alles jetzt die Nebenquests, die jetzt so mal allmählich auftauchen. Es gibt bestimmt auch so eine oder andere Sachen, so, und unter anderem Kostüme oder sowas zu ergattern für die Charaktere. Aber es ist sehr, sehr viel Zeug, was alles erstmal ersucht werden müsste. Und da das kein 100% Run ist oder irgendwas in der Richtung, sondern sich hier vor allen Dingen um die Story dreht. Und wir haben noch nicht mal Zugriff auf die meisten. Wir haben Zugriff auf die ganzen Zone 4 Dinger. Und Port Sachsen, also Sachsenhafen, aber das war's. Okay. Also viel mit Umschauen ist ja nicht, ne? Aber gut, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja, nachdem wir angekommen sind, Zugriff auf die anderen Ortschaften. Aber ich glaube ja nicht. Mal gucken. So, what was it you needed to say to me alone? Where's Lafayette?
He wanted to stand watch with me, but I forced him to get some rest. After all this fighting, he needs it. I owe you. That kid always tries to play the tough guy. Just like the one who named him. He's nothing like me. His motivation comes from hope. Hope. Schön, dass die Mädels sich einfach mal ein bisschen besprechen. Und einfach mal was anderes reden, außer Tod und Verzweiflung. Die Nominat. But it's also filled with beauty. The endless ocean, the islands in the south, even the frozen tundra and the mountains that spew fire. It is. And humans make their home among all that beauty. This is the world that Laffy always yearned to travel. I finally understand what he saw when he sat looking out over the ocean. Eleanor, I have a single favor to ask of you. Geht bestimmt um den kleinen Laffyset. If anything happens to me, take care of Laffyset. What? Is something the matter? The power possessed by the Therians and Innominaut is fundamentally the same. I have a theory. No. Theory is too rational. A different part of me, something separate from my hatred, wants me to do something. It wants me to leave this world with hope. Wait, you don't mean... Humor me, okay? If the worst happens, I'm counting on you. I understand. You have my word. I'll look after Laffyset. Well, I'd love to take advantage of this momentary weakness. I can't. My oath is to obey your orders until my dying breath. I'd almost forgotten about all that. Good thing I kicked your butt after all. Süß, die beiden. Aber das spricht sein Thema an, ne? Sobald mal das alles mit Innominaut vorbei ist, wird es den Therians, die mit Innominaut verbunden sind, wahrscheinlich nicht so gut ergehen. Oder vielleicht schafft es, Laffyset ein Wunder zu vollbringen und alle Therians wieder in Menschen zu verwandeln, aber. Aber darauf kann man nicht spekulieren. Who needs thanks for that? Let's go. We have a fight to finish with the Shepherd. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir überall rumreisen oder immer noch nur die paar Orte, wo wir auf der Karte haben? Without the Abbey's exorcists, the people will have a hard time quelling demons. Richtig. Are you crying? I'm simply coming to terms with reality. I've learned to think for myself rather than let others do the thinking for me. It's painful and frightening, and comes with great responsibility. Yep. But this is who I am now. It's on me to own up, face my fears, and keep moving forward. You're a piece of work. But I don't mind having you around. Yes. I'm not weak like I used to be. No, you aren't. You don't have to bear the weight of the world alone, though. I understand that. I will do only what I can. You always say that. But then you end up overdoing it, right? If you push yourself to the limit and it's still not enough, there's no shame in relying on others. Rokuro, thank you so much. You realize you just thanked a demon, right? I'm aware of that. Oh, süß! Ach Gott, ist das schön! Ich habe so meine Theorie, ja? Ich bin ein Nerd, ich bin ein Fan. Aber, jetzt sind die ganzen Ortschaften verfügbar. So ist das. Obwohl ich echt neugierig wäre. Vor allen Dingen die Isolde, aber... Titania ist wohl jetzt ganz abgeschottet, wie es aussieht. Ja, Titania ist komplett von der Landkarte. Also zumindest können wir nicht mal dorthin. Okay, von Henry sind wir gerade gekommen. Sechsten sind wir jetzt. Gar nichts, was gab's da? Ach Gott, ja, da war diese
dieser Bergbau. Alles nicht die. Ja, ist schon ein bisschen her. Schon ein bisschen her. Ich sollte würde mich interessieren. Dann haben wir noch Taliesin, aber das ist ja die Heimat von Velvet. Meine ich, oder? Ja, das war die Heimat von Velvet. Da waren wir schon oft genug. Lionel, da gibt's einfach nichts. Wir können nochmal einmal ganz kurz nach Isolde reisen und einfach mal gucken, wie es den Leuten dort geht. Aber anscheinend hat sich's irgendwie hier wieder eingefunden. Ich hatte eigentlich erwartet, dass hier alles im Chaos inzwischen versunken ist. Aber die Leute gehen wieder ganz normal ihren Geschäften nach, wie es aussieht. Tja. Okay, also es sieht eigentlich relativ normal aus, ne? Hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Ich hatte eigentlich erwartet, dass eine recht zerstörte Stadt auf mich wartet, aber... Wer hätte es gedacht, es ist hier... Alles wunderschön und toll und alles... Ist ein bisschen zu schön. So. Gehen wir wieder nach Sachsen. Ich will Richtung Lionel langs... Lowgrass meine ich. Mal so ein bisschen abchecken, was dort so alles passiert ist. Vielleicht erfahren wir hier noch was. Wir haben alle Vertrauen in dich, weil du gesagt hast, du könntest uns schützen. Wir haben alle deine harschen Regeln und Gesetze. So how can you tell us you can't defeat the demons because you can't control Malakim anymore? We don't understand why we've lost the ability to control our Malakim. But even without my Malak arts, I will fight to my dying breath to protect all of you. Ein paar sind ja noch. Calm down. I'm not listening to anything the Abbey says anymore. What are you looking at? Yeah, you there. Mean looking guy. Get over here. I think I'll pass. Thanks. Hey! Muscles! Get back here! I'm not through with you! Please stop. I understand that you're worried and upset, but now isn't the time to be fighting amongst ourselves. Please, let us all stand together. Help us fight off the madness and the demons that threaten. Man muss dazu sagen, viele von den Exorzisten, die arbeiten ja gerne als Exorzisten, weil sie ja daran glauben, den Leuten zu helfen. Und von dem her absolut verständlich, wie sie sich verhalten. Und auch wenn sie keine Möglichkeit mehr haben, sich mit Malakim zu verbinden, sei es Amatus oder wie auch immer, trotzdem zu ihrem Wort stehen und weitermachen. Auch wenn sie jetzt keine großartigen Kräfte mehr haben. Hey, it's you! Magilu's Debauchery. Fast. I finally get a chance to see the famous Mogilu's Menagerie. Okay. I've been waiting forever to meet up with you again. Again? Why? Well, with my bad luck, I've always just missed out on seeing your splendiferous performances. So, well, I made my own menagerie. The Abbey is a mess. Oh, das ist ja die andere Mogilu. Demons abound and... Mogilu, meine ich. So I thought that this is exactly the time when people need something fun and happy to lift their spirits. My troop is still in training, but we're almost ready. That's wonderful. What do you call yourselves? I wanted something with power, impact. So behold, we are okay. The Dark Wings. Dark Wings. Huh. Hey, what gives? That's a terrible reaction. You're trying to cheer people up. Die finsteren, so why dark? Finsteren Schwinden. Dark wings only make me picture crows or bats maybe. Really? When I think of the dark wings, I think comedy. Das ist eine Referenz auf Tales of the Abyss. Da gibt es eine Gruppe, die heißt die Dark Wings. Sounds like you've got a pretty dark sense of humor. You really want to go with such a dark-hearted name? Okay, fine. The Dark Magic. No, the Dark Circus. Viel besser wird's nicht. The darkest hour. The dark. Maybe you could try losing the dark part. Hmm, good point. All right then. How about this one? The Peddlers of Joy. We don't accept solicitations. Nee. Fine, fine. Forget you. I've made my decision. We're Darkwing Menagerie of Comedy. And that's final. You really went all out. Na gut, das ist in Ordnung. Still, you got zing, kid.
Here's hoping you have many dark years to come. Magikazam! Thanks! That makes us rivals now, but still, from one entertainer to another, good luck. About that Magikazam of yours, you only use that spell when you couldn't care less what happens, right? What this world needs now is a good dose of apathy. Am I right? But here's hoping you have many dark years to come. It's not very nice at all, is it? Magikazam! Alles klar. So, das ist, da ist Majilu. Sollte zumindest Majilu sein, glaube ich. Und selbst wenn, ist das ein sehr bezauberndes Mädchen, die nur so aussieht wie Majilu, aber ich glaube, das ist er. Na gut. Was gibt es sonst noch so hier zu entdecken? Ein paar Wachen befragen. Oh, unsere Vorräte ein bisschen aufstocken. Haben wir noch irgendwas, das wir kaufen müssen? Ich glaube nicht. Wenn, dann nur aufstocken. Gut. Sieht nicht so aus, als gäbe es jetzt irgendwas noch Interessantes für uns zu sehen. Ah, das ist der Typ, der so ein bisschen Gaga war, ne? Der gemeint hat, er müsste sich ja unbedingt umbringen, weil er so voller Sünde ist und oh. Die Sünder müssen sterben. Naja. Oh, da ist noch was los. Warum gibt es hier eigentlich zwei Waffenhändler? Habe ich was verpasst? Ist jetzt gerade irgendwie Sale oder sowas? Dann gucken wir einfach mal. Aber erstmal das gucken. I can't get my hands on nectar or a good drink anymore. But thanks to that, I've finally seen the light. Okay. Achso, das war eine, glaub, das war eine Typ, der gemeint hat, alle alkoholischen Getränke zu entsorgen. You can't give kids the heavy stuff. But tea? Kids, adults, the elderly, everyone can enjoy it. That's a good positive point of view. I'm thinking about using my life savings to open a tea shop filled with tea from all over the world. Rather than let ourselves get all worked up panicking over the demons, we'd be better off sitting down with eine interessante Wandlung der Geschehnisse. Alter, ja, Mann. I need to find some baked goods that go well with tea. Maybe I can find a girlfriend while I'm at it. Well, good luck with that. Thanks. Speaking of which, are you single? Sorry, single pass. Yeah, figured as much. Oh Gott, interessant. Netter Versuch. So, ach Gott, ein Bernsteinsperr. Was, den haben wir noch nicht gehabt? Ach du Scheiße. Da gibt es teilweise alte Sachen, die ich... Ich schwöre, hätte schwören können, ich habe das schon gemeistert. Und irgendwie ist es doch nicht der Fall. Aber wie es aussieht, ist alles wieder seinen gewohnten Gang. Alles ganz normal hier. Schön. Den einen habe ich jetzt bewusst ignoriert, ja. Ich kann jetzt nicht jeden ansprechen. Ah, Truhe. Aber eine Truhe ist wichtig. Truhen sind wichtig. So. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir positionieren uns gerade noch vor dem Tor und machen uns dann langsam auf den Weg in der nächsten Folge zum empirischen Thron. Und schauen uns dann vor allen Dingen die Ausrüstung an, die wir eigentlich erstmal lernen müssten. Vielleicht werden wir auch noch zwischendurch ein bisschen grinden, aber ich glaube, dadurch, dass wir bei jedem Tales of Spiel so ein bisschen diesen letzten Dungeon ist ein riesiges Labyrinth-Effekt haben. Wird es wahrscheinlich an Gegner-Situationen nicht mangeln und da kehre ich mir vorbei. Entschuldigung, der Mann, also, sie können ja ruhig vorbei, also, das ist ja kein Problem hier, ist ja, kann ja mit mir sprechen. Also, wir machen dann auf jeden Fall einen Schluss an der Stelle und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.